Den Baum gibt's doch nur in NRW. Ja, Bäume gibt's ja überall. Central Library! Central Library! Central Library! Wir gessen jetzt Geo. Wir machen, eine Runde Geogesser. Ihr habt schon gesehen, was wir für Geo-Genies sind. GG sagt man, heißt ja auch Geografie-Genies, ne? Ja, let's do it. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Nämlich? Wenn Thomas es gemacht hat, ist es safe Singapur. Das ist doch Sembawang Beach. Sembawang Beach? Sembawang Beach. Und die Leute lassen in Singapur auch immer ihre Taschen draußen rumliegen, weil das so sicher ist, dass es niemand klaut. Ja, hey, warum ist das denn so sicher? Warum klauen die denn nicht? Weil die alle Millionäre sind. Nein, ist auch Singapur Polizei. Ja, dann ist es halt Singapur. Dann das können wir ja nicht mehr so sehr daneben liegen. Ja, er wandert immer weiter, der Bray. Er ist gleich am Strand. Wo ist denn der? Er ist weg. Hä, er ist gestorben. Er ist in der Bock. Der alte Mann ist gestorben, während der das Auto da hinten. Geh nochmal weiter nach rechts. Das kann ja nicht sein. Da ist er. Bike-Store. Stopp. Stopp? Bike-Stop und nicht Bike-Store. Ach so. Ja, aber dann mach mal die Map auf und sag doch mal einfach, wo warst du denn in Singapur? Du warst ja nicht in ganz Singapur. Ich war schon in ganz Singapur. Also entweder ist das East Coast oder es ist Sembawang Beach. Keine Ahnung, Alter. Ist das noch Singapur? Da weiß ich... Das ist Malaysia. Ja. Unten ist doch Singapur. Du bist in Malaysia. Das ist noch Singapur. Hä? Ach, stimmt. Singapur, das ist doch so klein. Fucking Singapur. Irgendwo, wo es auch Schiffe gibt. Ja, überall kann es Schiffe geben, das kann es ja nicht mal da. Hier, East Coast. Ich glaube, das ist hier. Freunde, ich rate einfach mal. Ah, fuck. Okay. 2,6 Kilometer ist doch nice. Mit dem Fahrrad rüber. Hätte schlimmer sein können. Okay, was hat Thomas noch? Ja, Autokennzeichen kenne ich nicht. Einfach Aachen. Digga, wir sind auf dem Typen drauf. Also, diese Häuser sind ja so übelst German einfach. Ja, diese Menschen sehen auch sehr German aus. Diese Frau sieht auch sehr, sehr alles German sieht aus. Unendlich German aus. Eck, irgendwas mit Eck. Absolut deutsch. Also sehr, sehr deutsch. Absolut deutsch. Schild auch deutsch. Aber die Frage ist halt, wir müssen irgendwo hin, wo es. Geht's nicht nach da? Nee, geht es nicht. Es geht nur nach hier. Ja, toll. Dieser Fahrradfahrer hat einfach richtigen Shit gemacht. Er ist einfach nur diese Straße einmal entlang gefahren, hat einmal kurz gefilmt. Hätte ich auch machen können. Cool, danke. Es ist doch NRW hier. Woran machst du fest, dass das NRW ist? Ja, hier die Poller. Ja, die gibt's nur in NRW. Kennst du die Schule? Den Baum gibt's doch nur in NRW. Ja, Bäume gibt's ja überall. Ja, lol, Alter. Wir müssen raten. Imbiss. Man sagt nicht überall Imbiss. In Berlin sagt man statt Imbiss. Kiosk oder so. Nicht? Kiosk ist das eine Wort, was man nicht in Berlin sagt. Du hättest so vieles sagen können. Nimm einfach Aachen. Wenn es erst schon Singapur war, ja, dann mach doch jetzt Aachen. Höher, 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 höher. Tiefer. Weiter ran. Höher. Da ist doch Aachen. Ja, das ist safe auf der Stolberger Straße, Bruder. Ja. Da haben wir doch letztens noch... Yo! 1,2 Kilometer! Leute, Alter, das ist eine starke Runde. Das war eine sehr, sehr starke Runde. Ja, easy. Jetzt immer Singapur und Aachen, oder was? Das ist nicht Singapur. Singapur hat kein DHL. Ich kenne mich doch in Asien nicht aus. Hier, dieser Anzug ist doch der linke. Ist doch. Du hast recht. Das ist doch genau wie der eine aus Mortal Kombat. Taipei? Das ist koreanisch einfach. Ich kann nicht helfen, Ju. Ich kann nichts helfen. Ich kann hier auch nicht mehr weg. Ich kann nur von hier zoomen. Okay, wir wissen irgendwie Korea. Hier, Südkorea wahrscheinlich, oder? Ja, ich denke nicht, dass das Nordkorea ist. Seoul? Ja, komm, machen wir Seoul. Hauptstadt. Ist Seoul die Hauptstadt von Korea? 2 Kilometer! Wir haben keine Informationen gehabt! Oh mein Gott! Dann gehen wir ein bisschen durch die Gassen, ne? Ja, das ist auf jeden Amsterdam Fall... Amsterdam ist das, ja, oder? Ja, ja, ja. Straat heißt ja Straße, ne? Ja, ja. Geh mal Zentrum Amsterdam. Okay, aber wo da, ne? Amsterdam, Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam. Okay, okay, okay. Wir sind jetzt im Zentrum von Amsterdam. Jetzt weiter. Okay, wir haben einen Fluss. Wir brauchen einen Fluss. Haben wir einen Fluss hier? Ja, wir haben genug Flüsse hier. Wir haben eine Brücke. Wir haben wahrscheinlich mehrere Brücken. Und? Ja, geh mal zur Brücke hin. Mhm. Hey, zoom doch wieder rein. Hey, zoom, ist so schrecklich, ja, okay. Wenn du zoomst.
Nee, das Museum. Ein Museum? Es gibt nur ein Museum bestimmt in Amsterdam. Als ob es nur ein Museum in Amsterdam gibt. Ja, beim Zentrum. Guck mal. Von, also der hier, die Brücke geht nicht so straight rüber, sondern so schräg. Dahin ist noch eine Brücke. Zwei Brücken relativ dicht aneinander. Ja, zählt mehrere. Ja, ja, aber es sind zwei Brücken relativ dicht aneinander und dann eine ganze Weile keine. Das ist doch ein Hinweis. Das heißt, wir brauchen jetzt zwei Brücken relativ dicht aneinander. Ah, ich glaube, die sind immer gleich dicht. Guck mal, die konntest du, wie das hier infrastrukturmäßig... Nee, guck mal, die beiden sind dichter aneinander. Und dann kommt längere Zeit keine. Oudekerksplein. Oudekerksplein. Kerk heißt Kirche. Ah. Ja, das sieht auch aus wie eine Kirche. Ja, dann lass die Kirche suchen, oder? Ja. Ist doch safe ein Kreuz auf der Map. Ja. Wo sieht man denn Kirchen? Es könnte auch trotzdem hier oben auch was sein, ne? Alter, ich will das jetzt schaffen. Hier ist ein National Monument. Hier. Kirche. Oudekerk, Oudekerk, ja, Oudekerk. Wir haben's. Geil. Okay, hier ist die Oudekerk und jetzt müssen wir wieder backtracen, woher wir hergekommen sind. Ist das so, dass man backtracen muss? Ja, wir müssen wieder dahin kommen, wo wir gestartet sind. Hier, das ist die erste kleine Straße. Mhm. Vor dem Bulldog waren wir drinnen. Und ich weiß nicht, auf welcher Höhe. Ich würde jetzt mal sagen, hier. Junge, 7 Meter, Junge, 7 Meter! 7 Meter, Alter! So lang ist unser Pimmel. Bruder, ich habe keine Ahnung, aber der Typ ist fucking creepy. Der hat deine Mutter gepickt. Ja, wo ist dieses Monument? Also ich fühle halt jetzt, ja, keine Ahnung, das ist doch gar keine Ahnung. Aber guck mal, dieses Gebäude hier, das ist sehr, was ist das für ein Gebäude? Na, ein Gebäude halt. Ja, aber das ist ja kein normales Gebäude. Das könnte aber überall stehen, dieses Nein. Gebäude. Das könnte in Hamburg stehen, das könnte aber auch in Asien stehen. Eine Flagge war da, eine Flagge. Geht noch zurück, zurück. Das da? Das ist doch keine Flagge. Das ist Land hat doch nicht so eine Flagge. Ist das Schottland-Flagge? Doch, natürlich ist das Schottland-Flagge. Die Flagge von UK ist doch ein Mix aus den Flaggen der Dinger. Und das könnte wirklich Schottland-Flagge sein. Ja, Alter, Schottland steht nicht hier liegen. Ich weiß, ist Schottland nicht da oben? Ich weiß gar nicht. Ist es nicht so hier? Irgendwo weiter, so hier? Ja, ja, da ist doch Schottland, steht doch da. Schottland ist oben. Ja, und jetzt irgendwo im Wasser. Ja, das muss ja auch irgendwo ein Fluss sein. So offen war das ja nicht, das Wasser. Ja, stimmt. Hier, Glasgow. Ja, ich fühle das. Ja. Ja, jetzt ist halt die Frage, wo, ne? Also müsste ja auch gar nicht hier sein, aber... Ja, wenn wir so weit weg sind, sehen wir doch keine kleine Statue im Wasser. War da eine Bridge irgendwo? Da! Clyde Tidalware. Was ist denn das? Das ist diese Figur. Ja? Ja. Dann sind wir ja da. Keine Ahnung. Junge. Okay, letztes und dann hören wir auf damit. Boah, wenn ich Angst bekomme, wenn ich das sehe auf meinem Dach. Alter. Geh nochmal ran. Was steht da? Well, November 2020. Commerce. Useful Arts, Literary. Ah, okay, Fine Art, oha. Aber guck mal hier. Oha, was ist das denn? Was ist das für eine Sprache? Ach hier, Wellington. Ah! Da steht's! Da steht's einfach. Ja, nice. Geh doch nach Wellington. Ja, klar geh ich nach Wellington. Weil Wellington? Mhm. Also ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, das ist sehr falsch. Du musst weit... Warum spiele ich das? Weit woanders hin. Egal, ich bin so tot. Wenn mein Erdkundelehrer das sehen würde, der würde mich nochmal durchfallen lassen. Bei Wellington dachte ich noch so, ja okay, klingt auch ein bisschen wie UK, aber dann so Neuseeland und du so, ja. Was haben wir denn hier noch? Wie heißt das denn? Central, Wellington Central Library. Okay, ja, come on, Alter, das müssen wir doch finden. Das finden wir doch jetzt hier, Wellington Central. Library, wir müssen ja nur nach dem Bildchen suchen. Ah, Teoi Library, das stand doch eben da. Ach nee, Warnow. Das geht so schnell bei dir. Zoom mal einen Ticken raus. Hier ist Wellington vorbei einfach. City Gallery könnte auch sein, ne? Ach nee, ist eine Library. Oben links. So. Hier, ja, steht's doch. Victoria University of Wellington.
Jetzt zoom mal ran. Aber wir wollen doch die Library. Ah, die University Library ist eine Scheißelbe. Da, City Gallery Wellington, da sind wir. Hier. Ja, gerade rein. Ja, aber wo ist denn jetzt die Bücherei? Doch, ja, geh doch rein. Wo ist die Library? Noch weiter rein, meinen die. Zoomt mehr. Handsculpture. Das ist die Handsculpture auf dem Dach. Doch. Doch. Nein, das ist die Handsculpture. Das ist die Handsculpture. Das ist diese Sculpture hier. Nein. Nirgendwo steht Library. Nirgendwo. Da steht Library. Central Library. Central Library. Central Library. Dafür, dass Drew eben dachte, dass Neuseeland irgendwo in Mitteleuropa liegt, finde ich, sind 46 Meter fein. Das haben alle wieder vergessen beim nächsten Stream, glaub mir. Freunde, Alter, was eine Geburt einfach, was eine Geburt.